So, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren kleinen Aufnahmerunde von Pharao. Es ist ja mal wieder soweit. Die letzten beiden Missionen, die ja von mir und vom Jens jeweils, die waren ja relativ kurz. Aber jetzt kommt wieder eine lange Mission bestimmt. Also denke ich zumindest mal, weil es heißt nämlich die Zeit der Pyramiden. So, Süd. Dashur, ein neuer Pyramidentyp. Also bedeutet das bestimmt jetzt... Entweder ist es Stufenpyramide oder aber es ist die eckige Pyramide, die kleine. Also eine von den beiden wird es auf jeden Fall sein. So. Und da würde ich doch mal sagen direkt, wir fangen auch schon mal an. Wie war das jetzt gleich? Ich glaube, da mussten wir jetzt damit. Nein? Hallo? Ja? Ich würde ganz gerne das nehmen. Ich habe das auch ausgewählt. Hä? Ach so, ja gut, man sollte vielleicht auch den richtigen Button drücken. Ach Gott, ja. Unser neuer Pharao Snofru ist entschlossen, die vierte Dynastie als die größte Dynastie in die Geschichte eingehen zu lassen, die Ägypten je regiert hat. Seine Architekten haben ein Grabmal entworfen, das noch spektakulärer sein wird als die Stufenpyramide des Huni. Der Pharao möchte Ihnen die Bauaufsicht übertragen. Hierzu müssen Sie zunächst eine mittelgroße Siedlung im Süden von Dashur aufbauen, dem Ort, an dem die Knickpyramide errichtet werden soll. Ist dies geschehen, können die Arbeitskräfte für dieses ehrgeizige Projekt aus der Siedlung rekrutiert werden. Die Knickpyramide soll aus einem einfachen Steinkern bestehen und mit feinem weißen Kalkstein verschalt werden, sodass sie für immer gleißend hell in der Wüstensonne leuchten wird. In Dashur finden sie ausreichend Kalkstein, sie müssen aber den normalen Stein importieren. Na toll. Der Pharao wünscht, dass unsere Grenzen noch weiter gen Süden ausgedehnt werden. Daher gab er den Befehl zum Angriff auf Nubien. Zur Errichtung einer befestigten Stadt bei Buhen, neben dem zweiten Nilkatarakt. Das ist die andere Mission gewesen? Im Norden hat Ägypten Beziehungen mit Entkomi auf der Insel Zypern aufgenommen. Dieses Land ist für seine unerschöpflichen Vorkommen an Kupfererz bekannt, dessen Import von größter Bedeutung ist. Wertvolle Edelsteine können von einem kürzlich eingerichteten ägyptischen Außenposten in Serabit el-Khadim im Lande Sinai bezogen werden. Diese Lieferungen sind allerdings aufgrund der unerbittlichen Angriffe von Beduinen und Kanaanitern auf die Siedlung in letzter Zeit starken Schwankungen unterworfen. Und wir wissen nicht, wie lange die dort stationierten ägyptischen Streitkräfte noch standhalten können. Um Gottes Willen. Wenn schon jetzt so viel Text kommt, verrate ich euch jetzt eines, das wird ein langes Spiel. 3500 Bevölkerung, das ist schon mal das Erste. Boah. Monumentwertung 21, die kriegen wir dann sowieso, wenn das Ding fertig ist. Aber dann Wohlstandswertung von 25 und Königreichswertung von 50. Oh Gottes Willen. Ich meine, die Wohlstandswertung, irgendwann werden wir die bestimmt auch noch hinbekommen. Ich hoffe ganz einfach, dass wir Gold haben oder irgendetwas da ist. Sonst wird es richtig... Was? ja. Oh, ja, wie schön. Ja, das ist ja... Oh Gott. Wir sind sowas von am Arsch. Sag mir bitte, dass wir... Nein! Was? Am Arsch oder was? Es kann doch nicht... Das kann doch nicht euer Ernst sein, oder? Oh Gott. Okay, Farm. Was können wir machen? Getreide und Gerste. Gerste war gleich nochmal für Bier. Und Getreide war, glaube ich, für, ja, für was war eigentlich Getreide? Bewässerungsgraben. Aha. Ergibt es eigentlich Sinn? Kalksteinbruch? Nein, eigentlich ergibt es keinerlei Sinn. Macht aber auch nichts.
Okay, dann wollen wir mal. Also, wir brauchen erst einmal das da. Und weil es so schön ist, gleich noch einmal. Jetzt werdet ihr bestimmt gleich denken, was? Warum denn gleich so viel? Das werdet ihr gleich sehen. Denn jetzt fängt gleich der richtige Spaß an. Also, 1, 2, 3, 4, 5. So, dann brauchen wir auf jeden Fall. Machen wir 1, 2, 3, 4. So, wo haben wir sie denn, die Basare? Ich weiß nicht, ich gerade wundert, wieso ich überhaupt so leise hier gerade bin. Das hat nur einen einzigen Hintergrund. Ich habe Angst. Ich hab echt ein bisschen Angst und bin ein bisschen am Verzweifeln gerade eben, weil ich mir echt nur gerade denke, warum? Ja, also warum? Warum? Das ist alles andere als eine schöne Mission. Ohne Witz. Schade, ich habe zuerst gedacht, oh, das ist eine schnelle Mission, die geht schnell vorbei. Ja, Pusteflocken. Verdammt. Ja, gut, dann machen wir mal das. Steuereintreiber, die machen wir auch gleich mal dahin. Ach so, ja gut, man sollte vielleicht erstmal einen Palast hinbauen. Ich vergesse das immer wieder. Okay, Palast. Dann haben wir hier zack, zack, zack und zack. Gericht, persönlicher Wohnsitz, jawohl. Machen wir mal eine Fähre. Ja. So, jetzt bauen wir auf jeden Fall Tempel. Was ist das gleich nochmal? Tempelkomplex des Ptah. Okay. Also brauchen wir da definitiv keine. Das also zack und zack. Es hat nämlich alles ein festes System und dann kommt jetzt der Tempelkomplex hier hin. 1, 2, 3, 4, 5. So. Wunderbar. Jetzt haben wir nämlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und zwar. Moment, bevor ich jetzt was Falsches sage. Tempelkomplex, Dingens, das haben wir jetzt alles. Ach so, okay. Dann brauchen wir auf jeden Fall. Für unseren Gesundheitszustand brauchen wir es auf jeden Fall noch. Ja, das und das. Dann brauchen wir noch eine Zahnarztpraxis. Jawohl. Jawohl,
sehr schön. Dann machen wir das dahin, dahin und dahin. So, und damit gleich mehr Leute hier einziehen, schrauben wir hier natürlich gleich mal direkt hier die Plätze hier nach oben. Dass die hier direkt wissen, okay, hier ist Halligalli und Party angesagt. So, dann haben wir das da. Dann brauchen wir noch ein Arbeiterlager. Nicht jetzt Bus. Was habe ich denn da überhaupt? Was ist denn das? Achso, das sind Getreidefarmen. Okay. Ja, nein, danke. Dann brauchen wir also noch ein paar Gerstenfarmen. Ah, oder auch nicht. Arztpraxis. Dann brauchen wir noch ein Albalsamierungshaus. Das klatschen wir natürlich dann jeweils dahin. Das wird natürlich ein richtiger Spaß werden, vor allen Dingen dann, wenn es in die Nahrungsbereitschaft dann geht. Eieieiei. Ja, müssen wir mal gucken. Ein Wasserheber, wofür brauche ich Wasserheber und so ein Schwachsinn, das brauche ich überhaupt gar nicht. Na gut, wer weiß. Wer weiß. Vielleicht brauchen wir auch Wasser dann später. Wir wissen es ja noch nicht. Zum Bauen. Was haben wir denn hier überhaupt? Wichtige Bevölkerungszahl. Das ist ja schön für euch. Okay, also das Industriegebiet. Das werden wir auf jeden Fall in dieser Richtung mal aufbauen. Ist natürlich jetzt eine gute Frage, in welche Richtung wir uns dann noch mehr Leute dann beschaffen werden. Also auf jeden Fall werden wir ein paar ja hier drüben brauchen, das ist vollkommen klar. Aber die müssen ja auch Steine und Co. transportieren. Das ist logisch. Tempelkomplex. Sollten wir natürlich hier noch ein bisschen weiter hier machen. Jawohl. Und zack, passt. Wo haben wir denn hier unseren Festplatz? Was ist denn das Ding hier? War doch hier irgendwo. Festplatz? Festplatz? Da ist der Festplatz. So, da drüben, der stört er nämlich nicht. Da kann ich die Feste abhalten. Naja, immerhin. Es sind jetzt schon mal 1000 Leute. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ja, das ist gut. Das finde ich sehr, sehr gut. Wenn Osiris glücklich ist, bin ich auch glücklich, Freunde. So, jetzt haben wir zwei Teile jetzt hier. Okay, Farmhäuser, Getreide, jetzt kommt Gerste dran. Jawohl. Okay, dann bauen wir hier noch mal ein Arbeiterlager, bitte. Ja. So,
So, jetzt ist natürlich die Frage, jetzt haben wir Farmhäuser, dann werden wir noch ein paar Warenlager vermutlich auch noch brauchen. Das sehe ich zumindest so. Ah, verdammt. Ja, sehr gut. So, dann aber für die Warenlager werden wir auf jeden Fall Verschönerung. Dann machen wir hier nochmal die Plätze hin und auf jeden Fall nochmal ein Architektenbüro und dann nochmal eine Feuerwache benötigen. Also für diesen gesamten Komplex, der jetzt da, das sollte dann erstmal genügen. Menschen, die Leute sind überglücklich. Ja, das finde ich toll, dass ihr überglücklich seid. Ich habe zwar noch nichts weiter getrieben, aber das macht ja nichts. Ein Dock. Ja, wir werden auf jeden Fall einen Dock brauchen. Wir werden auf jeden Fall einen Dock brauchen. Ansonsten geht da nichts. Militär vor allen Dingen brauchen wir dieses Mal überhaupt gar nicht. Das finde ich auch klasse. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. Aber dann klatschen wir einfach dort die Warenlager jeweils links und rechts hin. Dann machen wir das halt so. Ist doch kein Thema. Brauereien werden wir auf jeden Fall brauchen. Töpfereien vermutlich eher weniger. Webereien, das alles erst einmal nicht. Getreide vermutlich werden wir nehmen für die Nahrungsproduktion. Ich bin mir aber nicht ganz so sicher. Das muss ich mir nochmal gucken. Das muss ich echt mal testen. Schauen wir mal. Ich meine, wenn es natürlich so ist, dann nehme ich das natürlich gerne an. Ne? Die Frage ist natürlich, wie schaut es mit dem Geld aus? Ja, das ist jetzt erstmal das Wichtigste. Finanzen! Haben wir denn unseren Finanzminister? Da haben wir ihn. Ausgaben. Da. Steuerannahmen 175. Einkünfte 175. Da. Bau minus Dingens. Zinssatz 20%. Sehe ich das jetzt richtig, dass ich sogar einen Plus jetzt habe? Obwohl ich nichts weiter gemacht habe. Ja, dann würde ich mal sagen. Doch Sans war doch gut dabei. Schreiberschule. Das könnte ich natürlich auch mal machen. So. Nein, das war falsch. Ich wollte zur Weltkarte. Was haben wir denn da? Kauft Papyrus und kauft das da. Ebenholz und Holz, ja, vermutlich dann noch brauchen. Allein, da. Okay. Eine entfernte Stadt, das ist auch schön. Getreide braucht man nicht. Ton verkauft er aber. Medum ist eine interessante Stadt. Merken wir uns das mal vor. Edelsteine, Weihrauch und Kupfer. Das ist auch interessant. Das sind alles Städte, die nichts haben. Ach so. Okay, ja. Also. Ein Dock, ja natürlich, ich hab doch einen Dock, Freunde. Ich hab doch einen Dock. So, gut, also, wir können jetzt Ton importieren. Das bedeutet, jetzt bauen wir hier gleich mal ein paar Töpfereien auf. Das ist schon mal Nummer 1. Ja, ich weiß schon. Waren, Ton. Ah, mal das dann.
Oh, jetzt ist natürlich die Frage. Ich meine, ich kann ja gar nicht so viel herstellen. Kalkstein. Kauft jemand Kalkstein überhaupt? Was kaufst denn du? Du kaufst Kalkstein. Und Bier kaufst du auch. Tust du auch kaufen. Oh, du bist ein Retter. Und der kauft Getreide. Sehr gut. Ja. Was kaufst du? Papyrus? Geschirr.